Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Birkhahn, wir können uns ja natürlich jetzt einzelne Geschichten hier erzählen. Das kann ich auch gerne tun von den Eltern, die froh waren, dass sie jetzt endlich einen Platz im gemeinsamen Unterricht kriegen, von den Kindern, die sagen, übrigens am Gymnasium, Begebenheit auf einem Schulhof, 5. Klasse, ein Gymnasium, 2 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, geistige Entwicklung an der Tischtennisplatte, die sagen, Förderschule war gestern, heute sind wir normal, uns geht's gut. So, wollen wir uns jetzt diese Geschichten hin und her erzählen? Nein, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich will aber erst einmal auf Ihren Antrag eingehen, Frau Gebauer. Und ich finde, so geht es nicht. Wir können hier miteinander fachlich diskutieren, aber wer in dieser Aggressivität, ja, Sie reden von Zerschlagung, Sie reden davon, dass Kinder verwahrt werden in den Klassen. Das ist eine Unverschämtheit gegenüber den Schulen in Nordrhein-Westfalen, die mit Engagement, mit Sachkunde genau diesen Inklusionsprozess vorantragen. Da lesen Sie doch mal Ihren Antrag. Der ist martialisch von Anfang bis Ende. Das ist nicht dem Thema angemessen. Das will ich sehr deutlich sagen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollten vielleicht auch einmal die Information zur Kenntnis nehmen, die zum Beispiel die Ministerin in ihrer Jahresauftragspressekonferenz, Herr Hafke, Sie verstehen mich doch gut, ne? Ja, muss aber deutlicher werden. Ich glaube, es muss deutlicher werden, was wir zu sagen haben. Herr Stein, auch für Sie zum Nachlesen, da muss ich gar nicht so viel reden. Unterlagen aus der Jahresauftragspressekonferenz, da sehen Sie, dass es im Land 47 auslaufende Förderschulen gibt, derzeit. Und das sind die Förderschulen Lernen von, nochmal, 494 Förderschulen, die bestehen. So viel zum Thema Zerschlagung des Förderschulsystems in Nordrhein-Westfalen. Sie versuchen doch hier ganz bewusst ein falsches Bild zu zeichnen. Und sehr geehrter Herr Kollege Hofenjürgen, da machen Sie auch gerade wieder mal mit, auch ohne Sachkunde. Offensichtlich, denn auch das ist doch Fakt. Es hat doch vorher niemanden gestört, dass die Eltern von Kindern mit auf Förderschulen ihre Kinder sehr wohl sehr weit haben transportieren lassen müssen. Wo liegen denn die Förderschulen im Gebiet? Ob das KM ist, ob das GE ist, die sind doch nicht wohnortnah. Da sind die Kinder immer schon gefahren. Und was wir im Augenblick im Land erleben, Frau Gebauer, ist das Trägerschaften wechseln, dass die Landkreise Trägerschaft übernehmen und dass es ein geordnetes Konzept gibt, auch die Angebote der Förderschulen auch in der Fläche vorzuhalten. Wer das nicht wahrnehmen will, der kommt dann zu solchen Anträgen. Die finde ich wirklich sachlich. Finde ich die unglaublich, dass so ein Bild gezeichnet wird und dass Sie versuchen, mit solchen Vokabeln hier das Ganze schlecht zu reden. Sie nehmen auch nicht wahr, Kollege Kaiser, Sie lesen intensiv, was die stellvertretende Ministerpräsidentin auch zum Schuljahresauftakt erzählt. 22.000 Lehrer haben alleine im letzten Jahr an der Fortbildung auf dem Weg zur inklusiven Schule teilgenommen, davor über 17.000. Das zum Thema Vorbereitung, das haben Sie offensichtlich auch vollkommen ausgeblendet. Und wie uneinig Sie sind, das haben wir ja gerade eben erlebt, da sagt die FDP, Schwerpunktschulen, das müssen wir endlich mal machen. Das ist essentieller Bestandteil des Konzeptes. Dann sagt die Kollegin Birkhahn, Schwerpunktschulen sollte man nicht so, gucken wir mal, was in der Fläche ist. Also Sie widersprechen sich noch in der Darbietung, die Sie hier haben, das finde ich schon ganz enorm. Sie haben auch nicht noch mal darauf hingewiesen, wenn es Ihnen um Qualität geht. Was ist denn mit der Mindestgrößenverordnung passiert? Gerade in der Qualität den Blick darauf zu legen, dass wir Förderschulen im Bereich Lernen hatten, schon durch das Elternwahlverhalten unter 20 Schülerinnen und Schüler im Land. Was hat das mit der Qualität zu tun, die wir gerade auch den Kindern angedeihen lassen wollen und mit dem Einsatz von Lehrerressourcen und sonderpädagogischer Kompetenz im Land? Nein, so geht es wahrhaftig nicht. Und das ist ein wirklich unsäglicher Antrag in der Zusammenarbeit. Weil Sie in der Tat die Dinge versuchen, und das ist der leicht durchschaubare Hintergrund, ein bestimmtes Bild zu malen. In der letzten Woche,
Es bedanken sich die Schulaufsichtsbeamten, die sagen, wir haben die Inklusionsfachberater jetzt vor Ort, wir haben die Inklusionskoordinatorin. Mehr als 1 Milliarde Euro in diesen Prozess hineinzutun, der nicht übers Knie gebrochen wird, sondern der schrittweise entwickelt wird. Und Sie können auch nicht an den Zahlen ablesen, als ob es jetzt Riesensprünge in der Frage der Inklusionsanteile geben. Das ist auch noch nicht mal der Fall. Also, Herr Hafke, Lesen bildet, auch in diesem Fall. Die Jahresauftaktpressekonferenz der Ministerin bietet Fakten, und dieser Antrag ist relativ faktenfrei.